So, weiter geht's heute mit dem Qualifying aus Abu Dhabi. Let's go. Es geht um eine gute Ausgangsposition für das kommende Rennen. Weil halt, wie gesagt, es geht rein gegen um die kurze Klasse. Wir haben um Platz 6. So, da stehen wir auf der Straße und wollen natürlich, beziehungsweise auf der Strecke, und wollen natürlich heute was reißen. Trocken wird es bleiben, das ist definitiv klar. Und dann machen wir es mal auf die Strecke. Wir wollen heute das klar machen. Mercedes, der schon rausgeht, das ist dann wahrscheinlich Bottas. Nö, das ist der Weltmeister, das ist Lewis Hamilton. Die Frage ist, wenn der Auto verkackt und ja, vielleicht wird der Bottas Weltmeister. Ja, wie gesagt, heute geht es für uns um eine wichtige Position. Mit 18 Minuten haben wir heute Zeit, um ein gutes Qualifying rauszuhauen. Ich versuche jetzt ein bisschen an dem Mercedes mal dran zu bleiben. Kann ich auf Max lassen. So, mein Ziel ist es definitiv, was zu machen. Klar, wir müssen so weit wie möglich vorne stehen. Ein bisschen die Hoffnung, dass Albon vielleicht Strafen kriegt. Und dann schauen wir einfach mal. So, Hotlap läuft. Auf geht's. Unser letztes Qualifying in dieser Saison. Wir sind auf jeden Fall vor den Schlagdistanz, was das betrifft. Viertelstündchen haben wir noch. Sieht ja oben rechts die Uhr mitlaufen? Für den Fall, dass ihr, das muss ich es nicht immer ansagen, aber ich sag's natürlich auch gerne an. Wir wollen natürlich hier klar was reißen. Es geht für mich um meine Zukunft. Mal gucken, was am Ende der Saison rauskommt. Hier ist es wieder der Sektor, der uns dann noch eine wahrscheinlich eine gute Zeit kosten wird. Dieses Wochenende sind wir absolut, was die Spitze betrifft, überhaupt nicht dabei. Lewis Hamilton 36,2, da kommen wir. Aber hallo nicht rein, 1,6 Sekunden ist die Klatsche, die wir gerade von dem Mercedes bekommen. Aber ich habe auch keine gute Runde gefahren. There's only one lap of fuel remaining. Latifi war klar, dass der nicht an uns rankommen wird. Grosjean auch nicht.
Aber es geht mir nicht gegen Grosjean, es geht mir gegen Albon. Kwiat, jetzt schneller. Alfa Tauri. Ricciardo auf 3. Entschuldigung, Ricciardo auf 3, wie auf 5, genau. Würde momentan noch im Rahmen sitzen. Kann ich mir mit meiner anfreunden, muss ich aber jetzt so wie liefern nochmal. Vielleicht habe ich nochmal einen Versuch. Der Rückstand ist groß, wir kommen nicht ran. Der erste Schuss auf 5. So, das ist der erste Red Bull. Momentan auf 6 sogar nur. Gut, in Brasilien haben wir es am Ende auch nicht auf die 1 gepackt. Da saßen wir auch irgendwo ganz hin auf 15 am ersten Schuss und haben es dann am Ende noch gerockt. So, jetzt wird es definitiv klar sein, dass wir keine mehr Zeit mehr hinbekommen. Sondern nochmal rein müssen. Ich werde noch einen zweiten Versuch wagen. Ich werde wieder die gleiche Variante spielen wie in Brasilien. Das ist hinter uns ein Alpha Tauri, das ist mir klar. Dann ist es... Gasly ist es. Da kommt der Albon, glaube ich. Gasly, Albon und Zoll, der sich noch dazwischen schiebt. Albon wird auf jeden Fall seinem ersten Schuss die Fiefzeit liegen lassen. Leclerc ist es. Wir gehen jetzt in die Box. Ich habe Glück, dass der Albon behindert wird auf der letzten Runde. Der hat nämlich noch keine gute Zeit, hat noch keine Zeit gesetzt. Und 6 ist so das wirklich Minimalste, was wir holen. Wir brauchen diese 8 Punkte. Wir haben 7 Rückstand auf Albon. Da ist noch ein Sainz, der noch keine Zeit gesetzt hat. Albon hat seine Runde durch. Und Sainz setzt jetzt da nochmal... Eine Ansage, McLaren, der wird definitiv nach vorne hüpfen. Und damit sind wir, was diesen 6. Platz raus, betrifft, raus. Naja, okay. Dann haben wir das Zimmer durch. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system. And you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. Also mit 7, 8, 9, aber ich kann mich anfreunden, da ist alles drin. Da ist definitiv noch alles drin, aber Platz 12 ist natürlich eine haushohe Klatsche, die mir überhaupt nicht persönlich gefällt. Und da sind wir nur auf 12, vor den Alpha. Hinter den Alpha Tauri direkt. Wir haben nur Platz 14 momentan.
Der Clay habe ich doch durch. Ja, wie gesagt, nämlich gerade in Brasilien, da waren wir nämlich auch 14. Was die Runde, was die Runde betrifft. So, ich gehe mal auf voll Power. Mein Ziel ist es halt, den Sprung nach vorne zu wagen. Nach ganz vorne wird es nicht, aber Richtung Platz 6 muss eigentlich das Ziel, muss der Anspruch sein. Ich weiß nicht, was der Leclerc da eben versucht, der nochmal. Versucht nochmal vorbeizukommen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt klar. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ran. Meine Güte. Willst du in die Box und gehst erstmal voll ins Auto noch? So, okay. Schauen wir mal. Es muss ein ordentlicher Sprung nach vorne gehen. So, we have two laps of fuel remaining. Wir haben noch 6 Minuten, fast 7 Minuten knapp. Jetzt gerade ein bisschen Vollgas. Wir haben etwa eine halbe Sekunde Vorsprung. Wird nicht reichen. Da ist nicht violett auf Bling. Müssen wir gucken, was rauskommt. Sekunden haben wir ein bisschen liegen lassen. Dritter, yes! Dran! Hinter dem Mercedes zwar, aber dran! Da ist ein Albon mit dabei, der ist 4. momentan. Also wir sind vor ihm. Mit der 3 wäre ich mir ziemlich zufrieden, weil dann könnte man nämlich versuchen, nochmal ein bisschen zu pushen. Müssen wir nochmal liegen lassen. Da werden wir verlieren. Das heißt, wir werden nochmal in die Box gehen müssen. Nochmal Satzreifen. Dass Albon da vorne mit dabei steht, gefällt mir überhaupt nicht. Das ist alles andere als gut.
So. Die Williams wirft jetzt auch raus. Klar, sie noch. Die Williams ist jetzt raus auf die Strecke. So, 3 Minütchen haben wir noch. Wir haben jetzt einen Rückstand von einer guten halben Sekunde auf die Mercedes. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere Zeiten nochmal drücken. Sprich, wir müssen auf jeden Fall nochmal auf die Strecke. So, der Vorteil ist, dass wir jetzt zwischen nochmal einen Versuch setzen können. Quasi versuchen, den Konter von Albon zu setzen. Da ist ein Red Bull raus, da sind beide Red Bull raus. Okay. McLaren. Ja. Die gehen natürlich jetzt paarweise raus da. Hinter uns die beiden Renault noch. Norris ist jetzt vor uns. Upsi, sorry, da war ich ein bisschen daneben. Weg. So, vor uns ist der Sainz. Sie sind dritter, wieder eine halbe Sekunde Rückstand auf die mein Mercedes. Den Sainz versuche ich noch zu kassieren, weil ich will jetzt nicht unbedingt ein Auto davor haben, der mir vielleicht sogar die Runde kaputt fährt noch am Ende. Ich habe aber auch Glück, dass wir jetzt mit der erst dabei gehen können. Davor sind dann die beiden Red Bull, die da auch noch mit dabei mischen. Komm Leute, komm, das holen wir uns. Letzte freie Training, liebe Leute. Und dann morgen nochmal 14 Runden. Hauptsache Spannung in Abu Dhabi. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf. Jetzt gehe ich auf Hotlap und dann geht's rein in die Runde, liebe Leute. Kann man die Zeit nochmal kontern? Ist es dann doch irgendwie doch möglich, am Ende nochmal, wie in Brasilien, die Pole zu holen im letzten Versuch mit dem dritten Satz. So, Angriff, jetzt sind wir dran an Sainz. Das haben wir einen Vorteil, dass wir jetzt schön das Ding mitnehmen können. Dass der es mitnehmen können. Beziehungsweise Windschatten. Just 30 seconds left in the session. Das ist mir schon klar. Wir nehmen mit. Ja, natürlich hat er uns da. Kommt man nicht so an, wie ich das wollte. Da war nämlich mega Vorsprung mit über 300. Zeit ist abgelaufen. Jetzt zählt's. Bottas Bestzeit. Albon knackt die Zeit von Dritter. Yes! Reihe 2. Mit dem letzten Versuch, aber gut, der McLaren da vorne, der hat nochmal ein bisschen uns aufgehalten. Zumindest in meinem Sektor. Sonst wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Aber eins ist wichtig. Vor Alexander Albon zu stehen, ne? Um das Ding irgendwie zuzumachen. Das Qualifying ist beendet und wir haben wir geschafft. Noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Richards. Yes. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Wenn wir das Ding jetzt immer auf 2, Moment, wenn Albon auf 4 steht, oder 10 Punkte. Ne, 12. Wenn wir Zweiter, dann nochmal 6 Punkte. Das würde nicht reichen, wenn er einfach noch 4 steht. Dann würde nur ein zweiter Platz mit der schnellsten Rennrunde packen. Fakt ist, er muss auf jeden Fall zurückfallen. Wenigstens einen Platz. Vielleicht sogar 2. Also, wenn wir Platz 3 holen,
Hätten wir 15, dürfte er 8 holen, maximal. Das wäre eben nur 6. Platz. Naja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen geben, das ist klar, weil sie alle mit dabei stehen, nämlich Vettel, Quatsch, Sainz, Perez, Albon, die sind alle mit dabei vorne. Wir sehen uns dann, wir sehen uns noch nicht wieder, haha, es ist noch ein Moment Zeit. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Na, das hätte... Okay, passt. Es muss eine Erleichterung sein, so weit vorne zu starten. So. Was denken Sie, wie sich dieses Ergebnis für dieses Team anfühlt? Klasse, das war dann alles. Ja, dann haben wir das auch Interview, das Interview auch durch. Gut. Dann haben wir das. Gut, dann sind wir durch mit dem Qualifying. Das letzte Qualifying der Saison ist durch. Morgen stehen nochmal hoffentlich sehr spannende, ich glaube 16 Runden oder 14 Runden, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, an. Und dann haben wir das Thema My Team Saison 1 im Let's Play durch. Ich weiß, dass viele davon schon mittlerweile 6 Saisons sind oder so. Aber gut, mir fehlt auch da die Zeit und die Motivation immer jedes Wochenende 5-6 Rennen zu fahren. Dass ich heute mal ausgerechnet 2 komplette Rennwochenende fahre, ist schon relativ viel. Aber es liegt daran, dass wir schon Ende der Saison sind. Okay, 14 Runden. Das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja. Und das sehen wir uns dann morgen an. Schaffen wir es, diesen 6. Platz in der KWM in Hause zu nehmen. 8 Punkte sind es, die wir definitiv wohl brauchen. Und Alban darf nichts holen. 8 WM-Punkte. Wir müssen mal gucken, wie wir es rocken können irgendwie. Wir stehen auf jeden Fall auf 3 und dann schauen wir mal, ob es klappt. Bis dahin. Tschüss.